begleitet mich auf meinem Weg zu einer Disney-Vespa. Leute, wir haben heute den 22.06.2023 und vor 2 Tagen hat Vespa Deutschland ein mysteriöses Video gepostet auf Instagram. Das zeigt, dass es irgendetwas von Vespa und Disney geben wird. Und gestern Abend kamen dann die ersten Bilder und Videos. Eine Vespa im Mickey Mouse Bound. Wie cool ist das denn? Anlässlich des 100. oder Disney 100. Ja, arbeiten diese zwei Firmen jetzt zusammen. Und eine Vespa, es ist schon ewig lange mein Traum. Und seit ich letztes Jahr im Italienurlaub am Gardasee mir eine Vespa gemietet habe, war ich noch mehr gefangen von dieser Idee, eine Vespa zu besitzen. Und ich glaube, dass jetzt bald eine Disney-Vespa rauskommt, ist das Zeichen, das ich gebraucht habe. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe heute Morgen direkt mal alle Vespa-Händler abgeklappert. Die meisten hatten zu, denn irgendwas ist auf dem Sachsenring und die sind erst wieder Montag erreichbar. Habe aber einen Händler im Saarland gefunden. Mit dem netten Herrn habe ich telefoniert. Er hat zu mir gesagt, ich wäre nicht die Erste, die heute angerufen hat wegen diesem Teil. Er kann mir auch schon den Preis sagen, obwohl der offiziell noch nirgends steht. 5.500 Euro aufgerundet. Als 125er Modell. Das ist eine Vespa Primavera. Genau die bin ich auch im Urlaub gefahren als 125er Modell. Es gibt die Disney Edition als 50er und als 125er. Ich werde mich, wenn ich sie mir kaufe, für die 125er entscheiden. Und Vorbestellung ab nächster Woche. Auslieferung dann irgendwann im September. Ja, ein Problem habe ich aber noch dabei. Ich habe gar keine Lizenz, das Teil zu fahren. Also in Italien konnte ich das fahren, ganz normal mit meinem Autoführerschein, da ist das erlaubt. Aber in Deutschland leider nicht. Ich dürfte eine 50er fahren mit meinem Führerschein. Aber ich brauche ein bisschen mehr Speed, will aber nicht direkt offen fahren. Oder ich will eigentlich nie offen fahren. Ich will diese Option gar nicht haben, offen fahren zu dürfen, weil ich kenne mich. Nee, lieber ist es, bleibt das mir verboten. Ja, und das müssen wir jetzt auch noch machen. Also habe ich ungefähr, ich rechne mal mit Anmeldung und, bin ich bei der Vespa dann mit Führerschein bei 6.500, also 6.500 Euro. So viel brauche ich. Zum Führerschein. Mit meinem Autoführerschein brauche ich für einen 125er keine Fahrprüfung zu machen und keine Theorieprüfung, sondern ich muss nur 5 Doppelstunden fahren und ich muss 5 Theoriestunden machen, wenn ich es richtig verstanden habe. Auf jeden Fall ist es keine lange Sache. In der Fahrschule, in der ich angerufen habe, kostet das Ganze ungefähr 800 Euro. Die Stunden könnte ich an einem Tag machen, kann ich auch in der Woche machen, wie auch immer. Und die Theoriestunden sind dort für Motorräder oder für zwei Radkrafträder. Für Krafträder mit 2 Rädern. Für Kraftfahrzeuge mit 2 Rädern. Egal, ihr wisst, was ich meine. Motorräder, Roller, wie auch immer. Wird dort an einem Tag gemacht, an einem Samstag. Da muss ich ja auch mal gucken. Ich brauche den Lappen ja vor September. Und ich habe aber nicht mehr so viele freie Samstage. Ich hoffe irgendwie, dass diese Stunden, die Theoriestunden, der Backofen, der kann jetzt mal warten, dass die Theoriestunden irgendwie auf einen Samstag fallen, an dem ich Zeit habe. Sonst muss ich gucken, wie ich das mache. Egal. Genau. Das ist irgendwie, lasst mich nichts Falsches sagen, Paragraph, Eintragung, 196 irgendwas, also irgendwie heißt das. Also man kriegt dann von der Fahrschule bescheinigt, dass man diese Stunden gemacht hat und geht damit zur Führerscheinstelle und bekommt dann einen neuen Führerschein, was mir richtig lieb wäre, weil mein Bild auf dem Führerschein sieht furchtbar aus. Richtig furchtbar.
Also das wäre schon mal ein positives Ding. Ja, ich könnte natürlich auch ein paar 100 € mehr drauflegen und direkt, weil ich ja alt genug bin, einen offenen Motorradführerschein machen. Aber A, das kostet etwas mehr Geld, was jetzt mich eher weniger stört, aber man muss ja mehr Zeit investieren, weil dann muss man richtig Theorieprüfung lernen und auch dann eine Fahrprüfung machen und das dauert alles viel, viel länger und zeitintensiver und deswegen reicht mir die 125er-Variante und ich bin eh froh, wenn ich nicht so schnell fahren darf. Nicht schnell oder so stark fahren darf. Wie auch immer. Ja, was ich da noch gefragt habe, eine Vespa ist ja ein Automatik, sagt man da auch Getriebe? Also da muss man nicht schalten. Bei Motorrädern kann man schalten. Muss man schalten, wie auch immer. Keine Ahnung, ob es Motorräder auch. Also ihr wisst, was ich meine. Das habe ich bei der Fahrschule nachgefragt, weil wenn ich es ja dann schon lerne, dann würde ich ja auch gern schalten lernen, weil Vespa fahren kann ich schon. Und das wäre auch kein Problem. Ich könnte auch zum Beispiel 8 Stunden auf einem schaltgetriebenen Motorrad machen und dann 2 Stunden auf der Vespa machen. Also bei unserer Fahrschule ist beides möglich. Deswegen, das finde ich ganz cool. Ja, das so zum Führerschein. Da werde ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt endgültig dafür entscheide, die Tage anmelden. Und am Dienstag, lasst mich mal schnell schauen, was für ein Tag der Dienstag ist, soll ich noch mal beim Vespa-Händler anrufen. Das ist der 27., um das Teil dann zu bestellen. Ja, einen Helm habe ich mir schon rausgesucht. Einen roten Helm mit so Punkten für Minnie Maus. Ich glaube, das wird so genial. So Leute, ich habe jetzt genug gebabbelt. Wir gucken mal, für was ich mich jetzt entscheide. Ja, Leute, wir haben heute den 24.06. und ich habe mich noch mal ein bisschen um eine Fahrschule gekümmert. Gut, heute ist, also freitags und samstags haben ja Fahrschulen meistens nicht so lange Öffnungszeiten oder meist, oder oft auch zu. Deswegen habe ich jetzt da nicht so viel erreicht. Ich habe nur eine Fahrschule erreicht, die Motorradtheorie auch an einem Tag hat, an dem ich leider nicht kann. Ja, aber es gibt ein Update zur Vespa an sich. Ich habe nochmal beim Händler angerufen. Die haben pro forma 5 Stück bestellt und er meinte, dann hätte er, ich soll ihm eine E-Mail schreiben und dann würde eine davon mir gehören. Ich habe auch schon die Bestätigung zurückbekommen. Also, ja, das ist am Laufen. Aber ich muss sagen, ich glaube, es ist erst, wenn ich das Teil in der Hand habe, also angreifen kann und bezahlt habe. Solange ich noch nichts bezahlt habe, glaube ich noch nicht daran. Ja, also einfach hoffen und mal gucken, wie es weitergeht. Ja, Leute, wir haben heute den 28.06. und meine Fahrschulsuche, die läuft oder lief richtig schlecht. Jetzt habe ich aber heute Rückmeldungen von zwei Fahrschulen bekommen, bei denen die Zeiten eigentlich ganz gut passen würden. Bei der einen soll ich morgen mal vorbeikommen, dann können wir alles nochmal etwas genauer besprechen und ich hoffe, das passt dann und dort könnte ich sogar morgen schon die erste Theoriestunde machen, das wäre perfekt. Also drückt mir die Daumen. Also, ich meine, wenn ihr das Video hier gesehen habt, dann hat ja eh alles hoffentlich geklappt. Aber ja, so aktuell Stand der Dinge. Hallo Leute, heute ist Freitag, der 30.06. und ich hatte gestern meine erste Theoriestunde und habe mich in der Fahrschule angemeldet. Ja, also besser gesagt von 8 Stunden, also 4 Doppelstunden, habe ich jetzt einmal Doppelstunde bzw. 2 Stunden. Und ja, habe mich jetzt endlich angemeldet, habe eine Fahrschule gefunden, die mir gut passt. Wo ich auch den Fahrlehrer sehr nett fand. Und ja, jetzt ist es nicht mehr so, ja, ich mache das halt mal, sondern es ist ein bisschen, ja, jetzt muss ich es machen, jetzt ziehe ich es durch. Ja, nochmal ein anderes Gefühl. Und was ich gar nicht bedacht habe, ich brauche jetzt für die Fahrschule, bevor ich fahre, Klamotten. Motorradklamotten. Handschuhe, Helm, etc. pp. Jacke, Hose. Und ja, darum muss ich mich jetzt als nächstes kümmern. Das machen wir am Montag. Mal gucken.
denke, dass ich mir natürlich nicht den Helm, aber den Rest so gut es geht leihen könnte. Ja, auf jeden Fall ist es halt in der Fahrschule Pflicht, diese Sachen anzuhaben. Deswegen möchte ich die eigentlich so schnell wie möglich haben. Möchte mir jetzt aber auch nicht für, wenn ich viel Geld dafür ausgebe, so auf die Schnelle irgendwas holen, mit dem ich vielleicht gar nicht so zufrieden bin. Deswegen gucke ich, dass ich mir das meiste so leihe und dann nach meinen Sachen halt gucke, die ich dann tragen würde. Wobei, den Helm, den muss ich mir jetzt schon bestellen. Ich weiß ja schon, welchen Helm ich möchte. Also ich habe mich entschieden, mir einen Nicht-Vespa-Helm zu holen. Also nicht von der Marke Vespa. Der so rotes und weiße Punkte hat. Also so ein bisschen Polkadot-mäßig. Und eventuell würde ich mir noch den holen, der von Vespa ist und zur Kollektion gehört. Aber da gibt es noch keine Bilder. Muss ich mir mal angucken. Ja, genau. So ist aktuell Stand der Dinge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute, ihr könnt es nicht glauben. Wir haben den 4.7. und ich habe die E-Mail bekommen heute, dass meine Vespa gestern geliefert wurde. Also, ich bin total happy. Ich hab sie. Ja, jetzt ist es so, ich habe noch nicht die Fahrerlaubnis. Ich hatte jetzt erst hinter mir eine Doppelstunde Theorie von 4. Nächste Doppelstunde ist am Donnerstag. Donnerstag passt mir zwar jetzt diese Woche nicht, aber jetzt habe ich keine Ausrede zu sagen, nein, ich gehe nicht, ich muss. Egal was kommt, ich muss. Da werde ich dann auch mal ansprechen, dass ich jetzt langsam fahren müsste. Denn ich will das Ding ja auch abholen. Ich will das nicht mit dem Hänger oder so abholen. Ich will das fahren. Und ich möchte auch nicht, dass es in meiner Garage steht und wartet, bis ich es fahren darf, sondern ich möchte es fahren dürfen, dorthin fahren und es so mitnehmen. Ja, das ist jetzt die Herausforderung. Vereinbart habe ich jetzt mit dem Händler so. Er schickt mir jetzt die Rechnung zu, dann bekomme ich die ganzen Unterlagen, dass ich die Maschine anmelden kann und dann kann ich sie erholen. Und ich hoffe, dass ich bis dorthin alles erledigt habe. Unglaublich, oder? Also, das ging jetzt auf einmal so schnell. Erst hieß es Anfang, Ende September oder ja, Mitte September so. Dann hieß es Ende Juli. Und jetzt haben wir Anfang Juli und es ist schon da. Crazy. Ich bin schon so gespannt, ihn live zu sehen. So, Verrückt. Leute, wir haben heute Montag, den 10.07. Und ja, kurzes Update. Am Wochenende war die Rechnung für die Vespa in meinem Briefkasten. Ich habe es heute überwiesen. Und ich werde sie jetzt erstmal nicht anmelden, sondern wir werden die am Mittwoch schon abholen mit einem Hänger. Dann steht sie schon hier, so als kleiner Ansporn, in meiner Garage. Und auch am Mittwochabend kann ich dann meine Fahrstunden ausmachen, denn die fehlen mir dann ja selbstverständlich noch. Also habe ich tatsächlich die Vespa früher als meinen Führerschein. Aber ja, so ist es halt. Ja, Leute, wir sitzen jetzt im Auto. Wir haben noch 20 Minuten Fahrt vor uns. Wir holen das Teil jetzt mit dem Hänger ab. Auch wenn ich mir eigentlich gewünscht habe, das nicht machen zu müssen. Ja, wir sind jetzt mit dem Hänger unterwegs und ja, so bringen wir das Teil jetzt nach Kaiserslautern und stellen es in die Garage. Wenn ich es dann mal sehe, zeige ich es euch jetzt gleich noch und dann an der Garage natürlich etwas genauer. Dass ihr auch mal wisst, wo wir sind. Hier bei Saar Vespa in Spiesen-Elversberg und hier ist der Schlüssel. Schon auf dem Hänger verpackt und wir fahren jetzt nach Hause. Jetzt holen wir es runter und vor der Garage zeige ich es euch dann noch mal etwas genauer. Und wie crazy ist das hier? Da läuft einfach ein Huhn auf der Straße. Crazy! Leute, wir haben es geschafft. Sie steht vor meiner Garage. Da ist sie. Und ich würde sagen, wir schauen sie uns mal ein kleines bisschen genauer an.
technische Sachen kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch sagen, wie es ausschaut. Für technische Informationen hätte ich mir vielleicht irgendeinen Profi ranholen sollen. Tut mir leid, wenn ihr das hier erwartet habt. Ah, was ich noch sagen kann, der Händler, bei dem wir das geholt haben, der war super nett. Also ich würde jederzeit wieder bei dem kaufen. Wirklich nur zu empfehlen. Und jetzt legen wir mal los. Also Leute, jetzt einfach mal noch ein bisschen kommentiert. Von oben sollen natürlich die Spiegel die Mickey Maus Ohren darstellen. Und dann seht ihr, diese Vespa ist schwarz, rot, ich wollte gerade schon sagen Gold für Deutschland. Nein, stimmt nicht. Gelb. Und zwar sind das die Farben von Mickey Maus. Genau. Und wir haben hier einmal ganz viele verschiedene Mickey-Mäuse, der Mickey-Maus-Unterschriftenzug. Genau, dann haben wir hier den Vespa-Schriftzug und wir haben so gelbe Aufkleber auf den Felgen. Sind ja Mickeys Schuhe sind ja gelb. Genau, dann haben wir hier auf der Seite auch nochmal die Aufkleber und dann hier richtig schön so eine haptische Unterschrift mit Mickey Maus. So, dann geht es hier weiter. Von vorne sieht sie komplett schwarz aus. Hier hat man nochmal das Vespa-Zeichen. Hier auch. Dann haben wir hier einen Aufkleber. Vespa for Children. Ich kann leider keine Auskunft dazu geben. Dann haben wir hier nochmal das Vespa-Zeichen und hier nochmal eine Mickey Maus verewigt. Dann steht hier Primavera, das ist ja das Modell, ist eine 125er. Die hätte es auch als 50er gegeben. Dann haben wir hier nochmal Vespa, es soll auch noch Zubehör geben. Wann das rauskommt, wann man irgendwie sieht, wie das aussieht, ob ich mir was davon holen werde, sage ich euch, wenn es soweit ist. Hier haben wir nochmal den Vespa-Schriftzug, so wie hier. Und dann haben wir hier auch nochmal die Aufkleber mit Mickey. Ja, es sind tatsächlich nur Aufkleber, in Anführungszeichen. Es sind nicht irgendwie lackiert oder sonst was. Diese Mickey-Mäuse sind, sind einfach Aufkleber. Genau, und dann haben wir hier nochmal den Sitz. Den kann man aufmachen. Dann hat man hier sein Helmfach, den Tank und den Motor, was ich euch vielleicht zeigen kann, was ich weiß. Hier guckt man nach dem Ölstand. Ich zeige euch noch was ich weiß. Das hier ist der Bremsflüssigkeitenstandanzeige. Keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall hier sieht man die Bremsflüssigkeit. Genau, und dann haben wir hier im Fach, also das ist ein Helmfach, hatten wir nochmal ein kleines Booklet. Und was ich ganz toll finde, ist, dass hier auch Disney Mickey Mouse Edition by Vespa draufsteht. Hier hinten ist auch dann nochmal Disney mit verewigt in verschiedenen Sprachen. Und irgendwo war noch ein Schwarz-Weiß-Bild. Moment, da. Hier haben wir es auch nochmal mit Disney. Finde ich eigentlich ganz nett. So, mach ich mal zur Seite. Da kommt gleich schon mal der Helm rein. Ach ja, wir haben hier Bordwerkzeug. Das ist irgendwie so eine. Für was war das hier nochmal? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr, was man damit macht. Es ist ein Werkzeug. Und noch eine Sicherungspetze, Klemme, wie auch immer man das nennt. Einfach jetzt hier drauf drücken. Ja, genau, dann geht es auf. Dann sind hier
Sicherungen. Und hier hat man einen USB-Anschluss. Dann könnte man sich zum Beispiel, also das hatten wir in Italien, hatten wir hier so eine Handyhalterung, konnte man das Handy laden und dann Navi oder sowas damit anmachen. Ja, mehr kann ich euch aktuell dazu noch nicht sagen. Ja, mehr kann ich euch jetzt leider noch nicht sagen, denn ich darf sie noch nicht fahren. Die muss jetzt in die Garage, wird aber hoffentlich bald angemeldet. Ich habe nächste Woche Donnerstag meine erste Fahrstunde. Genau, 5 Stück brauche ich. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach bei meiner ersten Fahrt damit, wenn es angemeldet ist. Vielleicht habe ich dann ja auch schon ein bisschen mehr Infos, was es noch so an Zubehör von Disney geben wird. Ich will mir jetzt nichts kaufen, kein Gepäckträger oder so, weil ich ja noch nicht weiß, was es von Disney geben wird. Und wenn, dann würde ich eventuell Disney ja, auf jeden Fall bevorzugen. Das Ganze hat nochmal 5.499 Euro gekostet. Das sind 499 Euro oder 500 Euro mehr, als dieses Modell ohne Disney gekostet hat. Der Händler hat vorhin gesagt, wenn du Glück hast, bist du die Erste, die es angemeldet hat, zumindest in unserer Region hier. Und pass gut drauf auf, die werden eventuell viel, viel wert sein, irgendwann mal. Ja, gut drauf aufpassen will ich natürlich, aber ich will sie fahren. Also das ist jetzt, wird nichts, was einfach nur in der Garage stehen bleibt. So, ich hoffe, euch hat das Video zur Disney 100 Vespa gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder, eventuell zum ersten Fahrvideo.